Hallo, willkommen zurück in unserer Elektrikerbrute. Wir wollen weiter an Aufträge rangehen. Im Moment aktuell haben wir jetzt gerade noch einige abgeschlossen. $207. Der Ruf wächst schneller wie das Geld. Okay, mal gucken mal, wie das weitergeht und vor allen Dingen, welche neue interessanten Dinge dazukommen. Jetzt sehe ich hier Spielplatz betreten. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge gesehen. Guck mal, willst du den Spielplatz betreten? Ein Ort, unendliche Möglichkeiten, unendliche Macht, wo alles umsonst ist. Und du bekommst alles, was du willst. Klingt gut. Was ist das? Soll das als Sandbox-Modus sein oder was? Oder wie? Ich glaube, hier können wir, wenn man so rumguckt jetzt, ne? Es gibt hier keine Steckdosen, keine Lichtschalter, keine Lampen. Wahrscheinlich kann man das Haus hier ausstatten. Würde ich jetzt fast behaupten. Inventar ist leer. Das einzige, was man unten gesehen habe, ist natürlich der Laptop. Oh, ein Keller. Keller gibt's auch noch. Wie war das mit Licht? So. Die ist wahnsinnig hell, die Lampe, ne? Das ist echt krass, diese Taschenlampe. Das wäre die richtige Lampe für so ein Horror-Game oder sowas, ja? Aber ja, okay, Keller. Da ist nichts drin. Kann man das eigentlich schneller ausmachen? So, kann Kurztaste oder so? Ne, springe nutzt auch nichts. Na gut. Ja, da geht's zurück in die Werkstatt. Ja, okay. Ach so, das kostet alles kostenlos. Da kann man jetzt anfangen, loslege. Strom. Kabel. Ich habe hier noch keine Ahnung. Wir haben hier noch keine Steckdosen neu gesetzt. Wahrscheinlich lernen wir das erstmal und so weiter. Ich könnte mir jetzt vorstellen, weil Kabel müsste ja eigentlich auch gelegt werden. Die Verbindung zu allem. Und das ist hier hin und da. Das sind alles Lampen. Sonstiges. Also wenn das als Sandbox ist, dann ist es aber wenig, was die hier anbieten. So gefühlt, ne, von der Elektrosache. Beziehungsweise hat das auch nichts mit dem Plugin zu tun, sehe ich gerade. Weil so Wi-Fi-mäßig ist hier nichts dabei. Ein Kreuzschlitzschraubendreher als Startfile. Ja gut, also wenn es jetzt nur darum geht, oder hier eine Zuckerstange, das ist mir wurscht. Also da reiche ich mir Standardausrüstung natürlich, ne? Also da würde ich gar nicht. Ja. Ja, ja, ich denke, man kann da einfach nur Steckdose setzen und so weiter. Aber gut, das wollen wir ja auch lernen, ne? Bevor ich jetzt hier anfange, was ist das? Ach, Reset. Ah, da kann man wieder leer machen. Okay. Ja, ja. Okay, wir haben es verstanden. Ja, ja, gut. Nee, nee, nee. Wir gehen zurück zu den Aufträgen. Das ist interessanter. Und man merkt auch die Ernsthaftigkeit von dem Game. Dadurch, dass wir zum Beispiel nicht auf kuriose Kunden treffen, diese alte, ich meine, die Anfrage hier von wegen, ich habe einen Geist gesehen und so weiter, das ist ja schon, naja. Aber die Leute selber sieht man nicht und so weiter. Wir sind einfach nur dort, machen unseren Job und das war's. Ne? Also hier wird sich wirklich nur auf die Sache konzentriert. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Rudolf repariert, Geschenk ausgepackt, außer einem. Ja, das ist das mit dem, ja, es wird kein Weihnachten geben, Problem. Gehen wir mal hin. Ne, das ist schon wieder in der Werkstatt. Ach, die Eisenbahn. Okay. Geht nicht. Wie auch, steht eine Maschine drauf, ne? Naja, gut. Dann wollen wir doch mal loslegen. Der Montagemodus, sind wir? Ja, das sieht schon wieder nach Einsprühen aus. Würde ich sagen, hol mir erstmal alles raus. Ja.
habe natürlich immer gleich der richtige Schraubenzieher parat. Gehen wir mal näher ran. Ah, hier. Geht das mit der Zange? Nee. Das wird abgelötet. Okay. So viel mehr schätze ich, kann ja gar nicht kaputt gehen eigentlich. Das ist ja schon wesentlich alles. Das ist auch irgendwie ein Stück nur noch, ne? Wenn ich das so sehe. Ja, okay. Unteres Gehäuse überprüfen. In Ordnung. Die Achse. In Ordnung. Achse. In Ordnung. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Motor. Kaputt. Das war klar. $25 kostet der. Dann haben wir ihn auch schon hier. Das können wir eigentlich wieder einsetzen. Wieder angelötet, so. Da die andere Achse noch, genau. Drehen wir es mal richtig rum und dann. In Ordnung. $45. Hätte mir $20 Gewinn dran gemacht. Okay. Ging ehrlich gesagt ja auch schnell. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Ja, für die 2-3 Minuten jetzt $20. Ach, dem sei der Birne schon wieder kaputt. Halt. Ich weiß gar nicht, ob die Aufträge verschwinden, wenn man da nicht schnell genug hinkommt. Ich weiß gar nicht. Das tun wir auch gleich, aber das tun wir erstmal anwählen. So. Fahren wir mal. Ah, halt, stopp. Man sollte halt gucken. Habe ich eine Werbung für eine UV-Lampe gesehen. Sie hilft beim Waschen und Desinfizieren der Hände. Ich habe sie gekauft, obwohl sie eine gewöhnliche Schreibtischlampe aussieht. Ich glaube, dass sie funktioniert. Sie muss an die Steckdose angeschlossen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich sie hingestellt habe. Hä? Muss ich sie suchen oder was? Repariert die Steckdose, brauchen wir einen Schraubenzieher und beleuchtet das Waschbecken. Das ist halt jetzt nur blöd zu sagen, was brauche ich dann? Ich will nicht schon wieder gleich zurückfahren. Muss ich die Lampe jetzt nur an... Das, da. Ernsthaft? Die muss da stehen? Warum zeigt die mir das Schlafzimmer? Da steht die wahrscheinlich. Hat der Alt vergessen, wo er sie hingestellt hat? Oder hier? Also ich hoffe, dass ich keine Birne brauche. Im Haus. Was haben wir im Inventar? Das sowas hätten wir dabei noch. Ja, ist ein bisschen kurios manchmal. So. So, schnell noch einen Schluck Kaffee und dann. Gut, der Mann, hier brennt Licht, ne? Ob er das weiß. Ach, da haben wir auch einen Laptop. Ach, da muss ich ja gar nicht... Ja, jetzt, das ist interessant. Wenn ich bei der Auftragsgeber bin und kann hier einen Laptop benutzen, dann brauche ich ja gar nicht... Wechsel die Glühbirne, da geht's wieder los, ne? Aber jetzt hätten wir hier einen Laptop, ich brauche ihn nicht zurückzufahren. Dann kann ich hier eine kaufen, wenn mir jetzt eine bestimmte fehlt. Die beide gehen noch. Und die hier geht auch noch, oder? Die ist wach an.
okay. Ich prüfe, ob sie richtig angeschlossen sind. Ja, die Steckdose wahrscheinlich, ja. So, Kabel runter. Die müssen wir erstmal reparieren jetzt. Was ist hier? Ah ja. Was ist Problem? Okay. Das war ja. Das Erdung. Die Erdungsleitung. Ah! Was haben wir nach 50.000 Hinweisen vergessen? Richtig. Das haben wir auch mal eine gewischt bekommen. Haben wir eigentlich jetzt einen Ruf verloren oder sowas? Keine Ahnung. So, das braune Kabel. Hey, 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 was ist denn los? Jetzt ist er angeschlossen, so. Ja, krass, jetzt haben wir auch mal eine gewischt bekommen, ne? Aber ein guter Elektriker macht das jetzt aus. Haben wir einen Testschalter? Finde eine UV-Lampe. Achso, das ist das, was wir suchen müssen, was er haben möchte. Also die Glühbirne wahrscheinlich. Ja. Das war sehr schwer. Das dann? Muss ich wahrscheinlich so einen Schraubenzieher wegmachen und die da rein. Okay, das kann ich genau gucken, ob er antibakteriell sauber ist. Sehr gut. Gehen wir wieder zurück. Also ich bin echt gespannt, was die hier, also wenn ich hier in der Reputation steige, was ich hier so als Aufträge noch vor die Finger bekomme. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er am Ende nur Steckdose repariert, das wird das Weiße sein, mit Sicherheit, Lampe anschließe, aber irgendwie müssen wir auch mal neue Leitungen legen und so weiter. Elektriker hat ja so viele Möglichkeiten, ne? So, da liegt ja auch noch was. So. Tut nicht, das war ja klar. Schon wird sie ja nicht hier liegen. Na? Das ist alles. Made in Taiwan oder sowas, ne? Naja. Machen wir erstmal hier schnell den Test. Batterie ist auch in Ordnung. Naja gut, also dass ein Gehäuse kaputt ist, kann ja mal sein, aber dass das deswegen das Gerät nicht funktioniert, ist so unwahrscheinlich, ne? Jetzt müssen wir wahrscheinlich, da ist nichts abzuschrauben. Doch, irgendwas muss da noch sein. Moment, Tipp. Ah, da muss das muss abgelötet werden, ja. So.
So. Status unbekannt. Da ist. Ist da noch was? Ja, jetzt geht's los. Die eigene Kondensatoren wieder. Von der anderen Seite, okay. Haben wir es der richtige? Ja, haben wir. So. Dann wieder die 4. Okay. Okay. Noch eine. Das hätte man eigentlich. Da war noch eins. Warum habe ich das nicht. Habe ich das übersprungen oder was? Also, wenn da so viele Kondensatoren drauf sind auf so einer Leiterplatte, da wird es ja echt spannend, ne? Da muss man ja echt aufpassen. Da wäre hier alles in Ordnung jetzt, bis auf das wieder. So, dann wieder auf den Prüfmodus, dann machen wir den Rest noch. Was haben wir? Ich glaube, das war es doch eigentlich, oder? Das Plastikding kann man wahrscheinlich nicht, die Halterung. Nee, das ist nur die Bänche dran. So. Dann, ja. Sind wir sicher? Na? Da fehlt eins. Was denn jetzt? Was, du brauchst eine Pinzette. Ah ja. Mit der Pinzette muss es erst wieder festgehalten werden. So. Das wäre dran. Da, genau, da war noch eins. Na? Bleib doch mal leuchte. So, da ist es. Ja, ganz cool, ne? Also wir kriegen es hin. Da geht was. Da ist noch eins. Ja, die Pinzette, ich weiß. Jetzt ist jeder Platz belegt. Das ist immer cool, dass es wenigstens auf der Leiterplatte hier vorgedruckt ist, dass da was hin muss. Ja, in Ordnung. Ist ja alles da. So, dann Montage. Das wäre auch wieder dran, okay.
Da haben wir das auch. Mehr war ja nicht. Mehr war am Anfang nicht, mehr wird am Ende nicht bleiben. Ah, das Drehen. Ups. Aber das Benjo hat mir ja. Nochmal. Ah doch, es leuchtet ja. Okay. Okay. XX. Was? XX. Spieler 2. Dann können wir mal kurz lesen. Okay. Aber wie es schon losgeht, mein kleiner Bruder hat mir erzählt, dass du seinen alten Schrott repariert hast. Suppe. Liegt wieder in der Werkstatt. Ah ja, der alte PS2-Controller. Mhm. Mhm. Hat er da hinten nicht auch welche? Nee. Waren das nur die zwei? Da ist ein kleiner Stecker dran, Stifte. Da ist auch noch was. Gehört zum Kundenservice, dass man natürlich dann alles bei der Gelegenheit mal überprüfe. Buttons. Kommen wir da auch noch dran? Weil unten drunter sind ja die Kondensatoren, aber wie kommen wir da dran? Nee, da kommen wir nicht dran, aber da muss man doch irgendwie. Ah, hier ist noch Schraube, deshalb. Und da auch. Und dann? Ah, da, so rum geht's ab, okay. Machen wir das mal kurz weg. Kabel weg. Und das Kabel geht. Also hier ist eine Schraube wahrscheinlich wieder drin, oder? Nee. Auch gut. Ist jetzt eigentlich nichts mehr zu gucken hier, ne? Sieht sauber aus, okay. So, der muss ersetzt werden. Okay. Ja, die sind bei mir auch kaputt gewesen irgendwann. Vom viele Zocke. Die muss überprüft werden näher. Okay, dann machen wir erstmal hier die Ersätze, Neuteile. So, das ist alles gut. Das gucken wir uns jetzt mal näher an. Ja, das war schon wieder klar. Dann schrauben wir das gleich ab. So, das machen wir natürlich locker und ohne weiteres. Dann. Tja. Mehr würde mich auch wundern. Oh, das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, mehr würde mich wundern. So viel kann ja jetzt auch nicht kaputt gehen auf einmal.
ist die wieder blöd gedreht. Warum kann man das dann... Da kann man es so... Kann man es nicht mit... Ah, das geht auch. Aber warum kann man es jetzt horizontal drehen? Hin und her, hoch, runter geht. Aber mit Q und E drehen geht nicht. Warum nicht? Schade. So, dann, ja, würde ich sagen... Kostet direkt wieder $6. Wir haben auch scheinbar einen sehr guten Shop, ne, dass wir das alles Zeug wieder herzaubern können. Ich wüsste nicht, wo man so Teile herkriegt. Mhm. Sonst war hier nichts auf der Seite kaputt. Nee. Was? Du brauchst den Multimeter. Achso, ich will den nicht prüfen. Aber ist noch nicht fertig. In Ordnung. Hä, haben da noch was abgeschraubt? Abgelötet. In Ordnung, in Ordnung. Das haben wir auch. Aber wir müssen gerade mal zurück und dann in den Montagemodus. Wahrscheinlich. Da steht immer noch Status unbekannt. Alles in Ordnung. Mehr ist hier nicht. Das ist auch in Ordnung. Ja, ja, das zeigt ihr mir als Tipp an, aber ich meine, es ist doch alles in Ordnung. Oder habe ich irgendwas nicht festgelötet? Das ist noch ein kleines. In Ordnung. Jetzt ist es auch in Ordnung. So. Dann können wir wieder alles zusammensetzen. Mhm. Kriegt er schön zusammengebaut, dass er wieder ordentlich ranlegen kann. Geht's auf der Seite weiter? Es scheint Schraube irgendwo, oder? Nee. Da war noch Schraube irgendwo. Achso, die Kabel, ja. Die Kabel. Der Seite war nix. Die Motoren rein. Und die muss natürlich auch wieder angeschlossen werden, wahrscheinlich. Ne, die ja, so würde ich jetzt, wenn ich zu Hause sowas machen würde, dran rumsitze und überlege, Mensch, wo gehören die Teile nochmal hin? Ja, das kenne ich mir so. Das kennt man nur so. Erst zerlege und dann die große Schwierigkeit. Die Unterlegschiene, die war da hier. Nein, das brauchen wir. Da war noch mehr Schraube, da noch. Das war's. Ja, vibriert wieder.
70 Dollar, das hat gutes Geld gegeben. Traum jedes Kindes, okay. Der steht wieder hier in der Werkstatt. Der Robbe, der geht nicht. Oi, 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 oi. Ja, das war ja fast klar. Die können wir gleich mal überprüfen. In der Regel sind das das erste Problem, was man überprüfen sollte, Batterie, ne? Das ist auch in Ordnung, okay. Sonst war hier nichts noch. Halt. Okay. Achso, da ist noch nichts zu prüfen, sondern nur erstmal abschraube alles. Oh Mann, also die Dreherei ist ja echt. So, jetzt haben wir es. Da ist auch noch eine Diode drin. Da auch. Für die Auge. Achso, die ist ja schon geprüft. Kaputt. Auch kaputt. Oha. Da hat es aber gezappelt. Aber dem ist Weihnachten sehr wichtig, ne? Der Roboter, der alles muss funktionieren. Geht das bei euch genauso? Dass an Weihnachten alle Dinge, die sonst auch immer da stehen, immer alles wieder stehen muss. Ich meine, das ist nicht ungewöhnlich jetzt, natürlich, klar. Hat er noch mehr da drin, was mir an... Ja, ja, ach du meine Güte. Der Kopf, unbekannt. Aber er ist in Ordnung, gut. Habe ich doch in der Hand, habe ich gedrückt. Hat ja natürlich noch mehr, so ein ganzer Motor noch, ne? Da ist noch mehr Schraube. Ja, aber die holen wir erstmal raus, da kann man ja nichts drin schaffen. Ach, was Schraube noch, da, ach, je. Da brauchen wir erstmal das. Nee, das dürfen wir noch nicht ran. Okay. Da können wir noch nicht ran. Was, was? Moment, Moment, Moment. Welches Upgrade soll ich kaufen? Das habe ich doch alles gekauft. Hä? Wieso muss ich denn jetzt nochmal kaufen? Ah, hier. Das ist irgendwann verbraucht, das Zeug. Außer das hier wahrscheinlich. Ja. Lötkolbe muss man doch nicht dauernd kaufen. Yes, das nehmen wir so ein Haufen Zeug. Okay. Ja, wie geht's jetzt weiter? Geht noch nicht, geht noch nicht. Jetzt haben wir alles abgelötet. Abschrauben können wir es aber trotzdem nicht, da kommen wir nicht dran. Ach ja. Jetzt gibt's... Jetzt wird ein Schuh draus. Da kommen wir noch nicht ran.
Weil die Beine noch weg müssen, oder? Ah, da. Diese kleinen Dinge. Ah, da ist ein... Wo sind die Schraube? Also das Game ist echt für jeden geeignet, der gerne zu Sachen auseinandergebaut hat zu Hause. Früher oder heute noch, keine Ahnung. Ich glaube, dafür ist das richtig geeignet. Da ist der Motor noch drin. Das haben wir komplett zerlegt. Das ist aber echt knifflig manchmal. Ah, da ist eine Dichtung, dass das nicht rausfällt. Und das ist Eck. So. Müssen wir alles überprüfen. Also ich finde, das ist schon ähnlich wie beim Car-Mechanik-Simulator. Kann man ja auch alles zerlegen und dann nochmal richtig testen. Oh, Motor ist ganz sogar. Da kommen wir gleich zu, weil da geht es wieder in die Details. Das ist in Ordnung. Halt. Boah, je, es ist so viel Zeug. Da ist alles in Ordnung, so. Wir finden in unserem Shop aber auch wirklich alles im Ersetzen. Das ist unglaublich. Da unten war auch alles. So, die einzelnen Teile hätten wir alles geprüft. Jetzt geht's hier wieder ran. Das wissen wir ja schon, wie das geht. Das ist unfassbar. Da geht auch echt alles kaputt. Und Wasserhaufen Lötstelle. Ach, haje. Kann man das nicht näher machen? So, würde sagen, raus und gleich reinsetzen. Das ist vielleicht sinnvoller. Warum kann man da nicht näher? Das ist das nächste Ohr. Geht gleich weiter. Ja, ist alles in Ordnung. Okay. Dann, ja, dann. Dann. Ja, Schraubzieher. Das wissen wir doch schon. So.
Alter. Ah, die kleine Detailsuche wieder. Ah, nee, das sind die... Was? Ah, die Kabel wieder, okay. Ja, jetzt würde ich es gerne rumdrehen. Das ist jetzt echt... Naja, näher geht's auch nicht. Naja, egal, komm. Das war noch mehr? Fehlt da noch was? Jetzt bin ich gerade ein bisschen befragt. Ah ja, okay, das musste erstmal ran. Dann. Kopf war ein bisschen früh, finde ich, aber der hat mir ja vorher ein bisschen später. Ah gut, das müssen wir erstmal reinschrauben, genau. Weil gleich kommen wir dann nicht mehr dran an die Schraube. Wenn die Beine erstmal drin sind. Da war der Stopfen. Das hätten wir auch drin. Damit wird das schon mal gelegt. Oh, das sind echt viele Details jetzt, ne? Doch nur auf Tipp gucke. Da. Die Mechanik für die Arme. Okay. Das auch schon wieder drin. Da ist ja auch noch Diode drin, stimmt. Ah, genau. Vordere Klappe, genau. Ja. Wie kriegt man die wieder drauf? Das ist das Einzige, was man noch habe. Und warum kriegen wir die nicht drauf? Ja, da kommen sie. Da werden die verschraubt, aber... Hallo? Ach da! Jetzt musste... Das ist gekommen mit der Arme, deswegen, die muss ja erstmal gelötet werden noch, ja. Also, man kann zum Glück nichts falsch machen. Man wird einfach darauf hingewiesen, ne? Ist da noch was? Da ist noch eins. Da auch noch eins. Jetzt ist die Klappe auch da, so. Jetzt klappt's auch mit der Klappe, ne? Forwards, forwards. Ja, cool. So ein Weihnachtsroboter, der wollte ich schon immer haben, ja, wollte ich gerade sagen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch was schaffen. Es wird Zeit im Total. Was? Etwas total Tolles. Ja, dann machen wir nochmal einen Außenjob. Ah, die VR-Brille. Jetzt kommt was Neues, ne? Auch wenn mir das andere Lehrer verbieten, so reden. Es wird Zeit, einzelne Elemente der Installation mit Kabeln zu verbinden. Du weißt schon, wie ein Schalter und eine Lampe oder einfach zwei verschiedene Lampen. Ja, das wissen wir. Wähle
Kabelverlegung. Ah, das ist am Rad oben. Und versuche eine der Sicherungen mit dem Lichtschalter an der Wand neben dir zu verbinden. Achte darauf, kleine Symbole, dass du zwei Symbole miteinander verbindest, zwei Stromsymbole miteinander verbindest. Als nächstes überprüfe die Schalter funktioniert, indem du linke Maustaste drückst. Immer wenn du Strom ausmachen. Wähle Kabelerkennung, Radialmenü, um zu prüfen, ob die bereits Kabel verlegt sind. Überprüfe den Stromfluss. So. Sind keine Kabel verlegt? Nein. Okay. Strom muss immer mit Strom verbunden werden. Und nicht mit Licht oder was? Schräg doch nicht. Ih, das machen wir nicht. Es gibt kein Kabel in meinem Inventar. Da. Das bisschen reicht für alles. Das ist wohl verbunden. Boah, so würde ich das eigentlich nicht machen. Aber so schräg geht doch nicht. Ich kann das auch nicht schräg machen. War da rot? Hä? Das ist so ganz kurz, leuchtet das nur auf. Ich weiß gar nicht, was jetzt gemeint ist. So, das eine wäre in der Sicherung drin. Hey, das geht doch nicht. Aber ich muss doch, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, ich muss ja eigentlich vom Schalter zur Lampe kommen. Machen wir nochmal weg. Da ist keine Möglichkeit. Das wäre soweit gut, aber jetzt habe ich keinen Strommöglichkeit für hierher. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch. Da kann man. Man sieht ja, man kann es nirgendwo verbinden. Weil eigentlich kommt doch Strom. Alles kommt eigentlich über die Schalter für das hier. Ich habe noch gar nichts gemacht eigentlich. Eigentlich
So, jetzt noch gar nichts gemacht. Moment, jetzt müssen wir gerade mal... Die habe ich gelegt. Sowieso sind los, wir sind ja noch nicht mal an... Hä? Kann man die Kabel wieder wegmachen? Das ist ja... Oh, das ist total bescheuert. Dann das weghole bitte. Ah. Einfach so, okay. Muss ich alles nochmal weghole, das war ja nichts, was ich schon gemacht habe. So, jetzt überprüfen wir schnell mal. Okay, das kann man auch anders übrigens. Genau, dann sehen wir wenigstens, wo wir schon Kabel liegen haben. Also, wir müssen doch logischerweise... War das Tutorial nicht irgendwo noch einmal? Den können wir auch schon mal in die Hand nehmen. Ah, da ist auch noch ein Kabel. So. Hm. Es muss doch einmal Licht und Strom nach oben gelegt werden zur Lampe. Da geht jetzt nichts dran. Ja. Warum geht das nicht? Das mache ich schon da. Was denn jetzt? Ach, der ist ja an. Da haben wir wieder eine gebatscht bekommen, ey. Das ist doch nicht mehr wie richtig. Oh, das sieht jetzt so kacke aus. So würde ich niemals. Warum ist das jetzt da wieder nicht möglich? So. So, die. Ne, ist nicht verbunden. Jetzt ist verbunden. So. Der Strom wäre jetzt da. Licht war ja nur die einzige Möglichkeit. Okay. Ist das das? Ist das wirklich so? Ja gut, das kann sein. Kann sein. Das muss natürlich noch angeschlossen werden, ist ja klar. Und dann sehen wir es ja, ob es funktioniert oder nicht, ob es funzt. Aber eigentlich müsste das durchgehende Kabel hier zu sehen sein, weil der Strom geht hier hin und weiter. Oder ist das automatisch damit drin? Müssen noch zwei Kabel sein, eigentlich. Achso, die Schraube muss erst noch raus. Sieht man die Farbe auch gar nicht, ne? Ei. Das hat schon mal geklingelt. Muss da was angeschlossen werden?
Da musst du auch noch was. Komm, machen wir überall die erste. Hat wieder geklingelt. Dann war es doch eigentlich auch richtig. Mal wieder die erste Schraube, das reicht. Ja, zumindest wird hier kein Fehler angezeigt. Aber ob das ganze allgemeine System funktioniert, das werden wir dann rausfinden gleich. Da war da auch noch ein Schalter, genau. Ah, ja, ja, ja. Du wisst ja, was er als Elektriker macht, ne? Wenn ihr in so einer Baustelle am Arbeiten seid. Leitungen anklemmen ohne Ende. Aber sauber verlege natürlich die Kabel. Und da könnt ihr stolz drauf sein, wenn alles funktioniert. Und sicher verlegt es. So, das hätten wir alles gemacht. Aber komisch müssen wir nicht. Geht nicht. Schließe die Schalter an die Hauptstromversorgung an. Oh je, muss jeder Schalter an der... Ich meine, es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten anzuschließen dahin, gell? Ja, lass doch... Ich will doch gar nicht, lass doch los! Geht das nicht mehr? Du kannst nicht mehr löschen, warum nicht? Jetzt geht's wieder. Dann muss er hier ab. Geht auch nicht. Also irgendwas ist da falsch. Ich muss das jetzt unbedingt nochmal probieren. Aber wir werden weiter dranbleiben. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder.